Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen veganen Food Haul von mir. Wir waren mal wieder bei Penny einkaufen und ja, ist jetzt ein mittlerer Einkauf, also ist ein Wochenendeinkauf, kein Wocheneinkauf, den hatten wir schon gemacht. Wir sind jetzt gestern war Freitag, heute ist Samstag, wie immer. Wir gehen abends einkaufen, heute dreht das Ganze ab, wie üblich. Wenn ihr mich regelmäßig schaut, wisst ihr das ja. Und die Woche gab es schon sehr viele Angebote und da es ab Donnerstag irgendwie nochmal Angebote gab mit Obst und Gemüse, wir aber am Montag oder Dienstag einkaufen waren für den Wocheneinkauf, sind wir gestern am Freitag nochmal zu Penny, um so ein paar Dinge mitzunehmen. Die haben nämlich ganz tolle Angebote jetzt gehabt ab Donnerstag und ja, deswegen durften da so ein paar Sachen mit. Ich nenne es mal Wochenendeinkauf. So, Küchenrolle durfte wieder mit. Ja, Küchenrolle schon wieder. Dann etwas Tolles, und zwar zweimal, was nämlich im Angebotsheft auch drin war, Weintrauben. Grüne Weintrauben, kernlos, für nur 1,20, 1,30 irgendwie. Ihr seht ja die Preise, da waren sie, die kosten sonst 1,99 und jetzt waren die für, ja, 1,30 habe ich noch irgendwie im Kopf im Angebot, deswegen gleich zwei Packungen mitgenommen. Super schön, knackig, frisch sehen die noch aus, habe ich mich sehr gefreut, weil jetzt, wo alles teurer wird, ja, die haben wirklich super gute Angebote jetzt gehabt. So, dann noch einmal Rucola, war nämlich die vorletzte Packung im Regal und das sah auch noch gut aus. Ob der im Angebot war, weiß ich aber nicht. Dann habe ich von Food for Future einen veganen Fleischsalat mitgenommen, diesen No-Fleischsalat. Der ist preis-leistungsmäßig super, kann ich nur empfehlen. Ja, probiert ihn mal aus, wenn ihr ihn noch nicht kanntet bis jetzt. Genauso wie das vegane Hack von Food for Future. Kann ich auch nur empfehlen, probiert es aus. Das ist auf Erbsenproteinbasis. Da verlinke ich euch gerne unten in der Infobox mal ein paar vegane Hackrezepte. Zu allerletzt, glaube ich, habe ich meine Spaghetti à la Toskana, genau, meine italienischen Spaghetti gemacht mit, mit Toskana Hackbällchen, mit so veganen Hackbällchen. Da habe ich auch dieses Hack hier verwendet, wenn mich nicht alles täuscht. Würde mich aber nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall verlinke ich euch unten in der Infobox mal ganz viele vegane Hackrezepte. Schaut einfach mal vorbei, wenn es euch interessiert. Eine Avocado durfte mit. Ich glaube, die hat auch einen glatten Euro gekostet. Ist natürlich jetzt auch nicht so günstig, auch nicht so nachhaltig, ja. Aber die kostet sonst viel, viel mehr. So, dann drei Bananen mussten auch mit. Und ihr glaubt es nicht, meine Bio-Zitronen waren auch im Angebot für nur 1 Euro. Also das ist auch der absolute Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut. Also das sind die Bio-Zitronen, die ich immer mitnehme. Aber jetzt pro Sack nur 1 Euro. Super frisch sind die, noch steinhart. Und es schimmelt noch keine. Ja, ihr seht es. Eigentlich habe ich immer das Pech, dass dann am nächsten Tag schon einer das Schimmeln anfängt. Nein, und auch noch im Angebot. Ja, man mag es kaum glauben, wie ich mich über die Angebote freue. Ja, dann Kokosmilch zweimal. Das war in diesen Sonderregalen hier, wo die immer so diese Angebote haben. Aktionsregale, wie nennt man sie? Ja, zweimal Kokosmilch sowie Paprika. Ja, ein Dreierpack, die war nicht im Angebot. Die haben 2,99 gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Also wie immer. Ja, wie immer so. Auf jeden Fall günstiger als woanders. Natürlich nicht Bio. Ein Soja-Joghurt durfte mit, auch von Food for Future. Ja, Soja-Mango, was heißt Joghurt? Joghurt sagt man dazu ja nicht, oder? Aber auf Sojabasis, leider mit Zucker. Aber ich habe den euch letztes Mal schon irgendwie gezeigt. Und ja, da hat es so lecker geschmeckt. Ich habe mich den Joghurt, davon habe ich ein bisschen was in eine Schüssel gegeben und habe dann einfach so eine Banane klein reingeschnitten, ein paar Weintrauben, Blaubeeren und so weiter. Das müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr so einen Sojajoghurt hier habt. Einfach ein bisschen Obst reinschneiden, sehr lecker. Ja, deswegen habe ich den jetzt nochmal mitgenommen, auch wenn der ein bisschen gesüßt ist. So, dann Gemüsebrühe. Ja, musste auch mal wieder mit in den Korb. So wie Zwiebeln, die waren jetzt glaube ich auch nicht im Angebot, ganz normal die Zwiebel eben. Das habe ich jetzt hier noch, ach ja, noch ein tolles Angebot, Erdbeeren für nur 1,99, wenn mich nicht alles täuscht, 500 Gramm. Ja, kommen aus Spanien, ist nicht die Saison, aber für 1,99 € kann man die mitnehmen. Und das sind die ersten Erdbeeren jetzt. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch fast nie Erdbeeren mitgenommen. Aber jetzt dachte ich, ich nehme Erdbeeren mit, vor allem auch, um es in diesen Sojajoghurt mit reinzuschneiden. Und 1,99 € ist ja der Wahnsinn. Dann ein Bund Radieschen, die sehen jetzt nicht mehr so schön aus, die muss ich in den Kühlschrank geben. Ja, ihr seht, das ist fast alles nur Obst und Gemüse. Dann gestern Abend, ja, etwas nicht ganz so Gesundes.
ja, Nutri-Score C, von Dr. Oetker, die Mia Pinsa, die war nämlich auch noch im Angebot. Die ist jetzt irgendwie seit einer Woche oder so oder eineinhalb Wochen für 2,22 Euro im Angebot. Die kostet sonst so knapp 4 Euro, glaube ich, oder sogar noch mehr. Auf jeden Fall 2,22 Euro für so ein Riesenstück, finde ich sehr gut. Vegan, das ist auch die einzige vegane Sorte, die die haben. Ist einfach so ein Sauerteigbrot. Tomatenspinat ist drauf und veganer Schmelzkäse. Der Schmelzkäse ist sehr, sehr lecker. Und das, der Sauerteig, der Boden ebenso. Und die Tomaten und der Spinat schmecken sehr frisch. Ja, also schmecken super frisch, als ob man die vorher selber zubereitet hat und dann in den Ofen geschoben hat. Ja, also schmecken sehr frisch, sehr lecker, kann ich euch empfehlen, wenn ihr die noch nicht kennt. Und ja, ich habe sie ja gestern Abend dann gleich gegessen. Ja. So, genau, das war mein einziges Abendessen gestern von der Pizza und von dem restlichen Joghurt, den ich noch hatte. Deswegen habe ich jetzt noch mal einen mitgenommen mit ganz viel Obst. So, ach, und da noch ein super Angebot. Oh, hoppala. Es geht hier die Packung schon wieder auf. Schaut mal, dreimal, ich bin so glücklich über die Tomaten, dreimal meine Bio-Cherry-Roma-Tomaten in dieser nachhaltigen Grasverpackung, die ich ja eigentlich immer mitnehme, weil die vom Geschmack am allerbesten sind. Auch sehr oft ausverkauft. Jetzt hatte ich Glück, dass da noch so viel da war. Und auch die waren im Angebot. Ja, deswegen habe ich gleich drei Packungen mitgenommen. Die sehen noch super knackig aus. Ich mache die auch in den Kühlschrank. Ja, da streiten sich die Geister, Kühlschrank oder draußen. Ich mache die aber in den Kühlschrank, weil es sind noch drei Packungen, die sollen sich noch länger halten. Und man kann die immer noch davor dann ein paar Stunden rauslegen oder am Tag davor, wenn man die am nächsten Tag verwendet, dass sie dann noch nachreifen, nicht so kalt und knackig sind, wie auch immer. Aber das sind die besten vom Aroma und ja, drei Stück mitgenommen, weil die so im Angebot waren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, habt ihr die Tomaten im Kühlschrank oder draußen? Ja. Dann einen Weißwein. Schon geöffnet, weil ich heute Mittag veganes Risotto gemacht habe. Und zwar nehme ich da immer von der Penny Eigenmarke Naturgut diesen Bio-Weißwein mit. Der ist vegan und ja, sehr logisch, der ist vegan. Und der durfte mit, da habe ich schon, wie ihr seht, ja, ja, einen Schluck halt eben zum Ablöschen verwendet fürs Risotto. Und zu guter Letzt, dann haben wir es auch schon, das habt ihr jetzt bei mir auch noch nie gesehen, zwei Dosen Ananas. Ja, jetzt fragt ihr euch, was will ich damit? Habe ich bis jetzt, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal so Ananas in der Dose gegessen? Ja, über 10 Jahre, 12 Jahre her. Und das stimmt und ist wirklich so. Ja, also zwei Dosen Ananas, weil ich habe jetzt endlich einen Sandwichmaker, Schrägstrich, Waffeleisen, Schrägstrich, Grill. Ja, ich habe so ein 3-in-1-Ding geschenkt bekommen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich wollte eigentlich ein Waffeleisen haben, um Waffeln zu machen. Ja, da kommt auch, ich glaube, das Rezept ist schon online, deswegen schaut gerne unten in der Infobox vorbei. Mit dem veganen Waffeleisen wollte ich nämlich, also ich wollte eigentlich ein Waffeleisen haben, genau. Und dann dachte ich mir, so ein Waffeleisen kostet ja auch schon 30,40 Euro. Da gibt es ja auch in allen Preisklassen, gibt es auch schon eins für 10 Euro, 15 Euro und es gibt auch eins für 80 Euro oder mehr. Ja, auf jeden Fall wollte ich ein Waffeleisen und dann dachte ich mir, wenn das schon so den Preis hat, könnte man auch so ein 3-in-1-Ding nehmen. Es gibt sogar ein 5-in-1, aber es war mir dann ein bisschen zu viel. Da dachte ich mir, so ein gutes 3-in-1-Ding, wo man Waffeln machen kann, dann auch noch Toast, genau, und auch noch so eine Grillplatte hat. Ist zwar klein, aber ja, kann man, ja, ist auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis besser, als jedes Teil einzeln zu kaufen, falls man es benötigt. Ich wollte jetzt nur das Waffeleisen. Aber wie gesagt, unten ist das Waffelrezept verlinkt. Veganes Waffelrezept für Waffeleisen. Und dann dachte ich mir, wenn das schon diese Sandwich-Dinger Platten auch noch hat zum Austauschen, deswegen habe ich letztes Mal Toast mitgenommen. Ich habe es euch da ja im letzten Foodhaul schon gesagt, glaube ich, genau. Habe ich Toast mitgenommen. Ja, und jetzt habe ich noch Ananas mitgenommen. Weil in so einen Toast, wenn man das da drauf macht, ja, was heißt gehört, man kann alles reinfüllen. Aber ich fülle da Ananas rein und veganen Käse reibe ich da rein. Genau, den habe ich zu Hause, also immer. Und ja, da habe ich auch sämtliche verschiedene Varianten jetzt schon rausgegoogelt oder ja, mir selber ausgedacht von anderen Sachen, die ich schon gekocht habe, was ich als Füllung verwenden kann. Das heißt, auch da kommen demnächst ein paar Rezepte. Vielleicht ist für so ein Sandwich-Maker auch schon ein Rezept für euch online. Das Waffelrezept, das vegane, verlinke ich euch unten auf jeden Fall. Das ist schon online und eventuell noch ein Toastrezept, das seht ihr dann. Ansonsten lasst mir sehr gerne ein Abo da, wenn es euch interessiert oder wenn euch der Foodhaul gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Dann seht ihr ja demnächst, wenn die Rezepte online gehen. Also da habe ich auch noch einiges vor. Ja, genau, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.